Ja, schön, dass wir Brodys Blog-Eintrag hier mal nochmal lesen durften. Hätte ich nicht erwartet, finde ich ziemlich cool. Und für die, die es wollen, ich packe es gerade kurz einmal nochmal auf Deutsch rein hier. Ups, ich hoffe, das war nicht zu. Also, das geht da weiter. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell gescrollt. Das scrollt leider immer sehr schnell. Ich weiß nicht, ob man da so schnell bei YouTube auf Pause machen kann. Gut, so. Ich muss mich kurz einmal einblenden, weil ich muss kurz was sagen. Ich hatte ja schon gesagt, als am Anfang der Aufnahme, dass ich irgendwie so einen schlechten Tag habe. Ja, Pechsträhne ist noch weitergegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ihr seht nicht, dass ich andere Kleidung anhabe, weil ich keine Webcam voran hatte. Pechsträhne ist noch weitergegangen. Jetzt, also sogar noch weit über den Tag hinaus, hatte ich jetzt irgendwie eine längere Pechsträhne. Wollte mir ein neues Handy kaufen. Das ist auch irgendwie alles, kann ich bei Gelegenheit mal erzählen. Das war auch ein bisschen schwieriger. Hauptproblem war aber jetzt noch an demselben Tag. Ist, trotz dass ich vorher das bemessen habe, also vom Platz her eigentlich mir sicher war, 10, nee, 20 Gigabyte muss, oder waren 10 Gigabyte, ach, keine Ahnung, aber ich war mir sicher, das hält auf jeden Fall für 50 Minuten. Ich habe das gemacht, wollte sogar an der einen Stelle dann ausmachen, war aber wieder ein Gespräch, was fesselnd war, habe es dabei wieder vergessen, dann die Aufnahme zu beenden zur Sicherheit einmal und neu zu starten. Die Festplatte ist vollgelaufen wieder, die Aufnahme war komplett im Arsch. Ich habe versucht, sie zu retten. Ich konnte sogar ich habe jetzt sogar was gefunden, wie man so eine Aufnahme retten kann. Falls das jemand interessiert, kann ich das bei Gelegenheit mal zeigen. Videospur ging noch zu retten, einigermaßen, aber ein bisschen ruckelig. Audiospur ist aufgrund dessen, dass es drei Audiospuren sind und der das dann versucht zu retten für eine Videodatei mit einer Audiospur und die dann alle hintereinander packt, ist die Audio- und Kopfspur komplett für den Arsch. Ich dachte, ich könnte daraus wenigstens gucken, was ich hab und ich hatte schon echt Sorge, dass ich die ganze Episode nochmal von vorne spielen muss, nur um das Stück neu zu spielen. Es geht zum Glück anders. Life is Strange ist da sehr großzügig. Man kann, wenn man bis hinter einer bestimmten Episode, bis hinter einem bestimmten Kapitel gespielt hat, kann man auf den Spielstand gehen, kann sagen, Episode spielen und kann dann wirklich die Episode auswählen und dann das einzelne Kapitel der Episode zum Glück auswählen. Und kann dann ab da nochmal spielen und das sogar auf einem anderen Spielstand, wenn man den anderen nicht überschreiben möchte. Man kann dann auswählen, dass man es dann auf einem anderen Spielstand speichern möchte, was ich jetzt auch getan habe. Ich konnte jetzt also ab diesem Kapitel am nächsten Morgen jetzt nochmal weiterspielen und versuche jetzt einigermaßen genau das Gleiche zu erzählen oder so zu reagieren, wie ich es vorher gemacht habe. Aber gerade hier für diese Episode finde ich es mega scheiße, weil es ist halt einfach dieses. Es kommt nur richtig rüber, wenn man gleich so reagiert. Also wenn man halt so reagiert, wie man halt beim ersten Mal reagiert. Ja. Tut mir leid. Ich habe es jetzt, es wird jetzt hoffentlich besser und professioneller. Ich habe doch nochmal einen Weg gefunden beim Open Broadcaster, wie ich jetzt wohl zwei Audiospuren aufnehmen kann und es aber trotzdem in einem Dateiformat, was dann noch heil ist, also was noch funktioniert, auch wenn es abbricht. Ich habe es eben mal probiert mit Open Broadcaster einfach mal über den Task Manager schließen während der Aufnahme. Es ist dann so, dass die Datei, also man kann sie dann auf jeden Fall abspielen, man kann dann nicht mehr spulen oder so in der Datei. Aber das würde ja zumindest bedeuten, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt heil ist. Und das würde bedeuten, dass ich sie dann, wenn dann sowas passieren sollte, zumindest starten könnte und mit einem Open Broadcaster dann halt wieder vom Bildschirm aufnehmen. Nochmal. Das ist dann zwar auch nicht die geilste Lösung, aber es ist halt wenigstens, also dann ist der Part gerettet. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit diesem System. Ich blende mich wieder aus. Und dann geht's los. Festplatte habe ich auch jetzt endlich Platz gemacht. Habe noch eine hier liegen gehabt. Tatsächlich doch. Ich wusste nicht, dass ich diese Festplatte noch habe. Die lag unter so einem Stapel Papier. Und die war noch nicht voll. Ich dachte, da hätte ich schon ganz viele Videos drauf archiviert. Aber da waren noch 600 GB frei. Und jetzt ist. Wir haben jetzt nicht mehr 10 GB. Wir haben diesmal. Oder nicht mehr 20. Wir haben diesmal 200 GB frei auf der Festplatte. Das heißt, es sollte auf jeden Fall reichen für die Aufnahme. Ich blende nicht aus und dann geht es hier wieder mit der vollen, in der vollen Tiefe hoffentlich weiter. Ich hoffe, das Mikrofon ist jetzt auch gut. Ich war im letzten Part ein bisschen leise. Habe es mir jetzt näher dran geholt. Ich habe das leiser gestellt. Aber so fehlte doch ein bisschen Tiefe. Ich hoffe, es ist jetzt nah genug dran, dass ich im Nahbesprechungs-, also dass der Nahbesprechungseffekt wirkt. Ist zwar ja eigentlich ein Effekt, den man vermeiden möchte, aber halt nicht in jedem Fall. So in eben halt diesem Moderationsfall.
möchte man ihn halt gerne haben, den Nahbesprechungseffekt, weil es halt einfach schöner klingt, wenn die Stimme mehr Bass hat. So, ich blende mich aus. So. Gut, Bruce besuchen, Nachrichten ansehen. Und mit den Nachrichten ansehen war das nochmal, ne? What the hell is this? Okay. Ich hoffe, er hat die Chronik jetzt gelöscht. Bullshit conspiracy theories. Ja, das hoffe ich auch, aber das ist halt schon, ist halt schon verständlich irgendwie, wenn die Mampus finden. Halt schon, also man will es dann ja schon irgendwie wissen. Es ist schon so eine Sache. Der hat immer noch den Ohrwurm. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? Ich weiß jetzt leider nicht mehr so genau, was ich am Anfang des Parts gesagt habe. Weil ich das dann ja zusammenschneide. So. Baum habe ich angesprochen. Wir sollten, wir wissen halt nicht, wenn die jetzt in der Kirche sind, gut sind sie vielleicht eine Zeit lang, aber wir sollten Daniel schon auf jeden Fall rüberholen. Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morning, sleepyheads. We let you sleep today. Jetzt muss ich wieder. While we are at church. Back by noon for lunch. See you in a bit. Love, Grandma and Grandpa. P.S. The Christmas tree is perfect. Good job, kids. P.P.S. P.S.S. Oh, ich mache das immer wieder falsch. Thank you for tidying up a bit. So. Okay. Das ist nett. Gehen mal raus. Okay, let's get this back home. Ich muss sagen, es ist halt, ich finde, das Haus ist irgendwie sehr schön weihnachtlich geschmückt. Ich finde, ey, cool, den habe ich noch gar nicht gesehen, den komischen engen Weihnachtsmann. Okay, der wäre jetzt nicht zwangsläufig nötig und ich finde diese Fähnchen ein bisschen peinlich. Dude, move your ass. Aber ansonsten, das hier, dieses Merry Christmas ist irgendwie Why cool. Why does Daniel never listen? Maybe I'm doing it wrong. Und vielleicht sollte ich ihn mal reden lassen. So, oh, es ist total schön hier, aber es ist, ja... Hier können wir nicht rein in die Garage. Da waren wir noch gar nicht drin. Tatsächlich konnten wir bisher nicht rein. Ich weiß gar nicht, wo die Tür ist. Wahrscheinlich die eine, die abgeschlossen ist. Ich möchte mich aber trotzdem richtig umsehen. Weil erstens haben wir ja immer noch so Errungenschaften zu kriegen. Also man kann ja so noch so Sachen sammeln. Haben wir in der ersten Episode auch gemacht. Und ich finde, es ist halt so, bei diesen Spielen muss man manchmal das auch einfach genießen, weil die Szenen sind immer nur so kurz. Man ist nur so kurz an einem Ort und die sind so schön gemacht und liebevoll. Das muss man manchmal einfach hier genießen. So dastehen. Gucken, was Sache ist. Und diese Spiele zelebrieren das ja auch sehr. Und ich muss sagen, sie führen auch sehr dazu, also ich finde, diese Spiele bringen einen auch tatsächlich immer dazu, dass man das dann, nachdem man die gespielt hat, erstmal oder während man die gerade spielt, an den Tagen so, das mehr selber auch macht. Aber tatsächlich ist es halt leider so, dass es... Eigentlich ist das auch schön, dass die einem dazu bringen. Ich mag es halt immer total gerne, dann mal öfters mal halt so das zu machen. Ich mache das sowieso aber schon viel zu oft, einfach nur rumstehen und nichts tun und über Sachen nachdenken. Anstatt sie halt zu machen. Und dadurch wird man halt dazu verleitet, das finde ich, noch mehr zu tun von diesen Spielen. Das ist halt oft ein bisschen blöd, weil man kann sich das meistens nicht leisten. So. Ich könnte mich trotzdem noch ein bisschen lauter machen, oder? Ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt gerade nicht. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericksons. Ja, ist doch okay. Oh, hier ist unser schöner Schrotthaufen. Und wir haben eine neue schöne Musik. Obwohl, ich glaube, das ist die von Captain Spirit, ne, die Musik. Obwohl sie eben, als sie angefangen hat, erstmal ein bisschen an so typische Till Schweiger-Filmmusik erinnert. And I thought Daniel was the crafty one. Aber ich muss sagen, auch wenn man sich über die Filme mal sehr streiten kann, muss ich sagen, so diese Filme von Till Schweiger, die haben halt immer
unheimlich gute Musik. Sehr, sehr oft irgendwie sowas wie Coldplay oder One Republic. Und so, also im Soundtrack halt vielen enthalten. Und das, oh, das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Single dad family. Way too close to home. Tut mir leid. Interessant. Wir können durchs Fenster gucken. Erstmal ausspähen hier. Oh nein. Das kann ich nicht wirklich machen. Ey, dieser Junge, ne, Chris, er tut mir so leid, weil es ist halt so, also wirklich, ne? Unbedingt Captain Spirit angucken, es ist halt wirklich. Vielleicht interpretiere ich das nur so, aber. Dude, move your ass. Was Daniel da macht, ist echt nicht okay. Weil der Junge flüchtet sich schon viel zu sehr da rein und lebt schon viel zu stark in diesen Superhelden-Dingsbums. Und wenn er ihn dann auch noch glauben lässt, fälschlicherweise, dass er so eine Sachen kann, es geht einfach mal gar nicht. Na, brichst du ein? Poor guy. Why do you pull a face like that? Ich fand tatsächlich auch unsere Snow Ogre Family Gedöns sah hübscher aus. Keine Physik. Es ist ja sehr schön hier gemacht, aber was mir auch jetzt erst irgendwie so richtig gerade wieder auffällt, ist, das ist immer so. Man oft denkt man dann nicht so dran. Es ist halt immer sehr peinlich, wenn man irgendwie so jetzt hier, ich meine, okay, man macht das jetzt in echt nicht so oft, aber wenn man jetzt hier irgendwie so rumschleicht und sich so umguckt irgendwo, ist das halt sehr peinlich, wenn man das im Schnee macht, weil es kann halt jeder hinterher sehen, dass man das getan hat. Steven und Claire are gonna freak if they realize he went to the Ares. Ganz so schlimm wird es nicht sein, dass sie jetzt sofort wiederkommen, Junge. Oh, das ist wirklich, das geht gar nicht echt, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Daniel, what's going on here? Sean, wait, don't freak out. I can't explain. Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Objects. With my mind. Oh. A superpower. Really? Yes. Boah, dieses Spiel ist so gemein. Das. Ah. Well. Wir müssen das erst mal sagen, weil. That's pretty cool, Chris. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. I can bend any matter to my will. But that's my secret identity, so you can't tell anybody. Oh, I can keep a secret, Captain Spirit. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... team signal. Totally! I'm gonna be... Super Wolf. Er ist aber doch, glaube ich, ein Tick älter als Daniel. What's your super name, Sean? Weil man hört das an der Stimme. Ich habe das eben übrigens gemacht, weil wir mit dem echt cool. Wir müssen es ihm jetzt, finde ich, also wir müssen es ihm irgendwie so schon wie möglich beibringen, dass er keine Superkräfte hat. Aber wir dürfen das nicht. Wenn wir jetzt Daniel da etwas reinfunken, dann wird es nur jetzt ganz, 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 ganz schlimm. Wir müssen das. Wir müssen erstmal mit Daniel reden darüber. Ja. How about if I'm like the mentor, like Professor D or Scheiße, ich hab was anderes genommen letztes Mal. Ich weiß nicht mehr, was ich genommen habe. Yeah. We'll figure out another cool name for you. Okay, guys, I think we're ready to roll.
Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh, yeah. Sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations. And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Aber bitte. Nee, aber. Nee, das geht nicht. Die wollen. Sie sagten, die sind bald wieder zurück. Well, don't worry if we leave the house. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean, come on! Why do you always have to be a party pooper? It's the first time I've been out for days. We won't be gone for long. The market's only a few miles away. Anyway, they'll be at the service for at least another hour. Yeah, Sean. I can show Daniel around. You can come with us. Please say yes. Please. 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 Okay. You win. Nur wenn er sich die Scheiße aus dem Gesicht wischt, das sieht total peinlich aus. So let's go. Yes! Yeah! See? Dangerous. Hm. Okay, team, give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Ooh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. Ich find das echt cool. I'm glad you're coming too. Ich hätte echt nicht erwartet, dass dieser Junge noch seinen Tannenbaum kriegt. Score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spirit's friends and his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Okay. Ist jetzt natürlich einfacher, wenn man Captain Spirit gespielt hat, aber ich weiß auch nicht mehr alles genau. The bad guys, the good also der ist, guys. Habe ich das gerade zu Bad gepackt? Not ja, das ist das auf jeden easy, Fall. Right? Der ist auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Die sowieso bad. Der sowieso Look gut. Closely. Gut. Hallo, darf ich mal bitte. Darf ich bitte. Das Flugzeug nicht dazu. Ich würde. Ihn. Careful. Er, it may be tricky. Ich glaube, er saß auf seinem Baumhaus. Ich glaube, er gehört zu Helden. The bad. Okay. How did I do? Not bad. You're almost right. It was a bit tricky. Okay. Let me introduce them to you. Okay. This is Team Spirit. The good guys. Einen haben wir falsch gemacht. There's the Forest Warrior, Power Bear, Marty Rex, and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer, but he's out in the garden. But they're all working for Mantroid, who's the real supervillain. So, where is he? Hiding out on his evil planet, waiting for me. But Captain Spirit and Super Wolf will make sure he doesn't hurt anyone. Yeah. Strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah. About that. Does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything, and the power didn't work yesterday. After I fell. Must have been too tired. Okay, good. Ich hab letztes Mal scheinbar das andere genommen. He could be pretty disturbed if he knew. I'm definitely not telling Dad. I don't wanna freak him out. He's worried about other stuff anyway.
Chris, it's none of my business, but are you and your dad okay? What do you mean? I don't know. Claire seems to be worried about you guys. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's just... he has a hard time being on his own. That's all. Okay. Well, I can understand that. But I hope you know you're not alone. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power. And I have Daniel. Sorry, the water eater is still broken. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip. Don't go in there. Okay, squad. Let's roll. Hat er immer noch diese hässliche Kugelschreiber-Schminke im Gesicht? Hey, dieser Junge blamiert einen echt. I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Ami-Style, erstmal remember, schon auf die Ladefläche. Don't mess around. All right. Jeez. Ups. Okay, das ist nicht ganz wenig Schnee. Schön. Ziemlich cool, dass wir jetzt die Stadt nochmal so sehen. Sehr kleinstattig. Ach, dieser Typ da eben schon. Und viel Schnee wirklich. Es ist halt alles weiß, außer die Fahrspuren. Eindeutig ein alter Hund. Achso, der gehört zu dem Typen. Okay, Buddy. You ready? Yeah! Hey! You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. But... don't get lost. Nee, ehrlich, das geht so nicht. What the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. Eben. I wish he could. It reminds me of Noah. Junge, I just miss having friends, Sean. Das ist sehr schade, aber Junge, du machst deinen Freund da psychisch komplett kaputt. Nee. Ich hoffe jetzt nur bewusst, dass... bisher hatten wir immer Glück. Ich hoffe, dass Sean nach wie vor, dass es immer noch klappt. Unsere hier irgendwie mentale Verbindung hier, dass Sean immer noch genauso denkt bitte wie ich und das Gleiche damit meint, dass er bitte ihm schonend beibringen soll, dass er keine Superkräfte hat. Denn das ist echt... Schlimmes, also er wird es ja früher oder später rausfinden. Es muss ja jetzt nicht sein gleich, dass irgendwas Schlimmes passiert oder so, weil er denkt, er kann irgendwas. Aber allein schon dieses, wenn er das dann halt so plötzlich rausfindet bei irgendwas, was dann irgendwie heikel ist oder so, dann ist... Alter, wird richtig am Boden zerstört sein. Bitte. I know, man. But you can't lie to friends about something like this. He could get in trouble thinking he can make shit fly. Dankeschön. Or he could get hurt. So you want me to tell him the truth? Well, I don't want you to lie anymore. You don't have to tell him everything, but don't let him think he has magic powers, okay? You swear? Okay.
I swear. Deal. I'm counting on you and Anno. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Schön hier. Wow. So many. Es ist so geil, ich liebe dieses Spiel immer noch dafür. Es funktioniert Look. Immer noch. Ich find's so krass. Like giant cocoons. Creepy. Achso, immer die eingenetzten Bäume. Habe ich tatsächlich auch so noch nie von einem Kind oder so gehört, diese Ansicht. Ist auch mal spannend. Was steht da eigentlich? Welcome to Beaver Creek's Pine Tree Market. 100% American product. Wie schön. You coming, Sean? Don't worry. Ja. I'll be around. How can they sell so many trees in such a small town? Das frage ich mich tatsächlich auch. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie die irgendwie verkauft kriegen, den ganzen Kram. I'll tell you later. So, what do we do? We have to pick the one you like. Oh mein Gott. Everything all right? Whoa. The guy who painted that. Yeah. He must have been seriously high. Na, das kannst du nicht, aber... Das machen wir später. Okay. Better find a gift for Daniel quick. While he's still busy with Chris. She looks so out of place here. Das spielt so schön Musik. Cool. It's me, you've come to take my duality. Wakes the midnight time I could not see. If I were you, were you, or me, we play the game with skillful hands, and so I asked for your demands. Give me your love, give me your gun, and you traced us back to where we'd begun. So the morning came and swept the night. I was looking for a way to disappear amongst the quiet things and all these empty streets. I found a way, I found a way to reappear. Wow, you made it all the way through. Weird. You got a crush on me or something? What? Got you. No, I... Oh, I mean, it was pretty cool. I just... Relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's kind of nice. Not really my thing, though. I hate TV and show business shit. Well, thanks for the music, and... Music. Good luck. See ya.